keiner kann ihnen entkommen. Energiereiche, viel zu süße Nahrungsmittel voller schlechter Fette sind allgegenwärtig. Seit Jahrzehnten machen diese modernen Essgewohnheiten unseren Körpern zu schaffen. Doch was ist mit dem Gehirn? Beeinträchtigt eine falsche Ernährung vielleicht auch unsere geistige Gesundheit, unsere Gemütslage und unsere Gehirnleistung? Wir wissen, dass Junkfood dick macht, doch es lässt möglicherweise auch unser Gehirn schrumpfen. Auch die Hirnforscher beschäftigen sich inzwischen mit den Folgen unserer Essgewohnheiten. Eine fett- und zuckerreiche Ernährung führt langfristig zu Veränderungen in bestimmten Hirnarealen. Diese noch junge Wissenschaft offenbart eine neue Facette unserer Ernährung. Durch eine erhöhte Fett- und Zuckeraufnahme wird das Gehirn umprogrammiert. Was uns durch den Kopf geht, hängt also auch davon ab, mit was wir unsere Teller füllen. Alles beginnt schon mit den allerersten Mahlzeiten, noch vor der Geburt. Das Gehirn entwickelt sich während der Schwangerschaft. Wie gut es später funktionieren wird, hängt davon ab, wie es genährt wurde. Davon, was die Mutter 9 Monate lang gegessen hat. Die gesundheitlichen Folgen einer schlechten Ernährung des ungeborenen Kindes sind seit langem bekannt. In Australien beschäftigen sich Wissenschaftler heute auch mit den Auswirkungen der Ernährung auf die Hirnfunktionen. Felice Jecker ist Professorin an der Universität von Melbourne und eine der führenden Spezialistinnen für die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Gehirn. Sie untersuchte das Verhalten tausender Kinder, nachdem sie im Rahmen einer umfangreichen Studie mit 23.000 Schwangeren die Essgewohnheiten ihrer Mütter beobachtet hatte. Wir haben verfolgt, was sie an Junkfood und industriell verarbeiteten Lebensmitteln aßen und was an gesunden Nährstoff- und Ballaststoffreichen. Anschließend haben wir die emotionale Gesundheit der Kinder im Alter von 18 Monaten bis 5 Jahren untersucht. Dabei wurden natürlich auch Faktoren wie Bildungsgrad, Einkommen, die geistige Gesundheit der Mutter und der Erziehungsstil berücksichtigt. Das Ergebnis war offensichtlich. Mütter, die während ihrer Schwangerschaft mehr Junkfood und industriell verarbeitete Lebensmittel wie süße Softdrinks, salzige Snacks, Kuchen und Kekse zu sich nahmen, hatten häufiger Kinder, die zu Aggressionen und Wutanfällen neigten. Diese beunruhigende Korrelation legt nahe, dass die Ernährung der Mutter die psychische Gesundheit des Kindes beeinflusst. Auf der biologischen Ebene muss dies erst noch bewiesen werden. Doch Felice Jecker ist jetzt schon davon überzeugt. Diese große norwegische Studie hat auch gezeigt, dass die Ernährung der Kinder ebenfalls wichtig ist, unabhängig davon, was die Mutter gegessen hat. Wenn die Kinder zu viel Junkfood und zu wenig gesundes Essen zu sich nahmen, zeigten sie öfter wütendes oder aggressives Verhalten, aber auch Trauer, Angst, Unruhe und Albträume. Seitdem sind Felice Jeckers Schlussfolgerungen durch Studien in Spanien, in den Niederlanden und Kanada bestätigt worden. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Qualität der Nahrung und den Stimmungsschwankungen der Kinder. Doch worin besteht er genau? Auf welche Weise greift die Nahrung in die Funktionsweise unserer grauen Zellen ein? Hirnforscher sehen die Ursache in einer überhöhten Zucker- und Fettaufnahme, aber auch in einer einseitigen Ernährung. Industriell verarbeitete Lebensmittel und Junkfood, die oft über keinerlei Nährstoffe verfügen, liefern dem Körper und vor allem den Neuronen nicht das, was sie benötigen. In diesem Labor der Universität Bordeaux erforschen Wissenschaftler die Auswirkungen einer einseitigen Ernährung auf das Gehirn von Mäusen. Dieses Experiment dient der Messung von Angstreaktionen. Das Tier hat die Wahl.
Es kann den beleuchteten Teil erkunden oder sich im Schatten verkriechen. Normalerweise nimmt sich die Maus stets die Zeit, den hellen Bereich zu erforschen. Doch diese Maus musste während ihrer Entwicklung auf Omega-3-Fettsäuren verzichten. Das sind die guten Fette, die vor allem für ihren positiven Einfluss auf Herz und Arterien bekannt sind. Anstatt ihre Umgebung zu erkunden, zieht sich die Maus in einen dunklen Winkel zurück, den sie nicht mehr verlässt. Sie ist gestresst und verängstigt. Das Experiment wurde viele Male mit Dutzenden von Mäusen wiederholt. Für die Forscher ist dieses seltsame Verhalten leicht zu erklären. Ohne Omega-3-Fettsäuren kann sich das Gehirn nicht normal entwickeln und funktionieren. Denn unsere grauen Zellen bestehen zu 90% aus Fett, das sie nicht selbst herstellen können. Im Gehirn finden sich, neben dem Fettgewebe, die größten Mengen an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Diese Fettsäuren sind unentbehrlich. Und da sie der Organismus nicht selbst herstellen kann, müssen wir sie mit unserer Nahrung aufnehmen. Fetter Fisch, Innereien, Pflanzenöle, Kerne und Nüsse waren lange Zeit die wichtigsten Omega-3-Lieferanten des Menschen. Doch diese Lebensmittel sind in den Küchen der Industrieländer selten geworden. Sophie Layer wollte noch einen Schritt weiter gehen und herausfinden, was genau im Gehirn der ängstlichen, ohne Omega-3 aufgewachsenen Mäuse nicht stimmt. Hierzu untersuchte sie ihre Neuronen. Unter dem Mikroskop zeigen sich deutliche Anomalien. Diese Neuronen haben verästelte Fortsätze, die durch den Mangel an Omega-3-Fettsäuren reduziert sind. In der Vergrößerung zeigt sich, dass die Verbindungen zwischen den Nervenzellen, die an diesen kleinen Höckern, den Synapsen, hergestellt werden, ebenfalls abnehmen. Der Omega-3-Mangel wirkt sich also auf die neuronalen Verknüpfungen im Gehirn dieser Mäuse aus. Ohne Omega-3-Fettsäuren können sich die Neuronen also nicht richtig entwickeln und haben Probleme, miteinander zu kommunizieren, weil ihre Zellstruktur verändert ist. Die Omega-3-Fettsäuren, die wir essen, werden im Gehirn von den Membranen der Neuronen aufgenommen. Sie verleihen den Membranen eine höhere Flexibilität und ermöglichen so eine bessere Verbindung zwischen den Neuronen. Die Menge an Omega-3-Fettsäuren, die ins Gehirn gelangt, ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit seiner Zellen. Denn indem die Membranen diese Fettsäuren aufnehmen, verbessern sich ihre elektrischen Eigenschaften. Neuronen, die reich an Omega-3-Fettsäuren sind, leiten das Signal schneller weiter und das Netz ist effizienter. Bei einem Mangel an Omega-3-Fettsäuren kann die Funktionsweise des Gehirns also beeinträchtigt sein. Große Teile der Bevölkerung zeigen einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren. Es ist daher wichtig, auf eine ausreichende Zufuhr zu achten, vor allem zu bestimmten Zeiten, wie etwa in der Entwicklung, wenn das Gehirn große Mengen dieser Fettsäuren benötigt. Das gilt auch für die Adoleszenz, denn in der Jugendzeit verändern sich häufig die Ernährungsgewohnheiten. Auch im Alter, wenn das Gehirn die Omega-3-Fettsäuren weniger gut aufnimmt, muss die Zufuhr gesteigert werden. Damit das Gehirn auf vollen Touren läuft, müssen also vor allem Mangelerscheinungen vermieden werden. Doch die richtigen Nährstoffe müssen auch verfügbar und die Nahrung abwechslungsreich sein. Was passiert mit den Neuronen, wenn wir nährstoffarm und vor allem immer dasselbe essen? Der Feldhamster, der hier im Flachland des Elsass lange Zeit weit verbreitet war, steht heute vor genau diesem Problem. Seit den 60er Jahren beobachten wir einen Rückgang der Hamsterpopulation, die heute vom Aussterben bedroht ist. Gleichzeitig hat der Anbau von Mais immer stärker zugenommen. Caroline Arbold hat sich gefragt, ob der Einbruch der Hamsterpopulation auf das plötzliche Überangebot an Mais zurückzuführen sein könnte. In einem Laborversuch hat sie ihre Hamster daher ausschließlich mit dieser Getreideart ernährt.
Während der Paarungszeit konnten wir bei den Weibchen Verhaltensstörungen beobachten, die sich in einer hohen Aggressivität und einer Geräuschüberempfindlichkeit äußerten. Aber vor allem fraßen diese Weibchen ihre Jungen noch am Tag der Geburt auf. Das ließ sich bei über 80% der Weibchen beobachten. Eine Mangelernährung reicht also aus, um den Hamster zum Kindsmörder zu machen. Die Ursache: ein einfaches Vitamin. Dieses ungewöhnliche Verhalten ist auf einen Mangel an Vitamin B3 zurückzuführen. Denn nachdem wir ihre Maisdiät mit diesem Vitamin angereichert hatten, verhielten sie sich ganz normal. Sie begannen, ihre Jungen zu säugen, genauso wie abwechslungsreich ernährte Weibchen. Der Kannibalismus der Hamster ist besorgniserregend. Könnte eine unausgewogene Mangelernährung vielleicht auch bei uns zu aggressivem und gewaltsamem Verhalten führen? In den Niederlanden hatten Wissenschaftler Gelegenheit, dieser Frage in den Archiven des Zweiten Weltkriegs nachzugehen. Die damaligen Entbehrungen hatten schwere Folgen für das Verhalten einer ganzen Generation. Während des Zweiten Weltkriegs gab es in den Niederlanden eine Hungersnot. Damals brachten Frauen, die in der Schwangerschaft hungern mussten, Kinder zur Welt, die später, mit 18 oder 19 Jahren, weitaus häufiger antisoziale Persönlichkeitsstörungen aufwiesen als Gleichaltrige, die zu einer anderen Zeit geboren wurden. Impulsivität, Aggressivität und häufige Gesetzesübertretungen. Diese Generation war besonders vorbelastet. Seitdem haben zahlreiche Studien eine Verbindung zwischen Gewalttätigkeit und der Qualität der täglichen Nahrung hergestellt. Ab Saalberg ist Doktor der Psychologie und politischer Berater des Justizministeriums. Sein Fachgebiet: Ernährung und Kriminalität. Er ist davon überzeugt, dass eine Anreicherung der Nahrung mit Vitaminen, Fettsäuren und Mineralstoffen die Aggressivität senken kann. Diese Hypothese ist im normalen Leben schwer überprüfbar, denn unser Verhalten und unsere Triebe werden von zahlreichen Faktoren und Umständen bestimmt. Für die Ernährungsforschung scheinen Gefängnisse ein fast ideales Umfeld zu sein, denn hier fehlt der Einfluss zahlreicher Parameter. Ab Saalberg startete ein Experiment, für das sich 221 Häftlinge freiwillig meldeten. Wir haben hier in den Niederlanden eine Studie mit jungen Häftlingen in 8 verschiedenen Gefängnissen durchgeführt. Nachdem wir ihr Essen 3 Monate lang mit Vitaminen, Mineralstoffen und Fettsäuren angereichert hatten, haben wir die Auswirkung auf ihr Verhalten untersucht. Es gab dabei 2 verschiedene Messmethoden. Zunächst wurden die Häftlinge und das Personal befragt, wie aggressiv sie sich fühlten bzw. wie aggressiv sie sich verhielten. Danach haben wir das Register der Vorfälle studiert, für die die Häftlinge bestraft wurden. Und es zeigte sich, dass die Anzahl der Fälle von Isolationshaft stark gesunken war. In der Gruppe der Häftlinge, deren Mahlzeiten aufgewertet wurden, ging die Zahl der Zwischenfälle um 1/3 zurück. Entsprechende Studien in britischen und australischen Gefängnissen kommen zum selben Ergebnis. Mineralstoffe, Omega-3-Fettsäuren und Vitamine in Form von Nahrungsergänzungsmitteln reduzieren das gewalttätige Verhalten. Im nächsten Schritt testen wir, wie unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis umgesetzt werden können. Wir führen in Gefängnissen mehrere Projekte durch, um zu prüfen, ob eine veränderte Ernährung als Mittel zur Regulierung der Aggressivität in Betracht kommt. Unser Essen verändert also unsere Stimmungen und verstärkt bestimmte Triebe.
Aber kann die Ernährung auch unsere Entscheidungen beeinflussen, die wir ganz frei zu treffen glauben? Also wenn Menschen gefragt werden, ob sie glauben, dass die Ernährung und das, was sie essen, einen Einfluss auf ihre Gesundheit haben, dann beantworten mal die meisten Leute es ja. Wobei, wenn sie gefragt werden, ob sie sich vorstellen können, dass die Ernährung auch ihre Gedanken und ihre Entscheidung beeinflussen können, das können sich viele Leute nicht vorstellen. Aber genau dafür hat So-Yong Park am Institut für Psychologie der Universität Lübeck erstmals den Beweis erbracht. Ihre Studien haben den Mechanismus offenbart, durch den die Nahrung unsere Gedanken beeinflussen kann. Hierzu hat die Forscherin ein sehr originelles Experiment entwickelt. Stellen wir uns folgendes Dilemma vor. Das Geld auf dem Tisch soll in zwei Beträge aufgeteilt werden. Doch es ist ihr Spielpartner, ein Unbekannter, der über die Aufteilung entscheidet. Ich gebe dir 2 Euro und behalte den Rest für mich. Nehmen Sie dieses unfaire Angebot an, erhalten Sie etwas Geld, aber viel weniger als er. Lehnen Sie ab, gehen Sie beide leer aus. Wie würden Sie sich entscheiden? Akzeptieren Sie das Angebot und nehmen die 2 Euro, auch wenn Sie sich dabei übervorteilt fühlen? Oder lehnen Sie ab und ziehen mit leeren Taschen, aber erhobenen Hauptes von dann? Ob Sie das Geld nehmen oder nicht, hängt überraschenderweise davon ab, was Sie zuvor gegessen haben. Das Essen auf dem Tisch haben wir für dich vorbereitet. Ich gebe dir jetzt genügend Zeit, es in Ruhe aufzuessen. Ich bitte dich, es auch komplett aufzuessen. Ich werde später nochmal vorbeikommen und dann fangen wir die Verhaltensuntersuchung an. Guten Appetit. In dieser Studie haben wir 24 Probanden untersucht, die 2-mal ins Labor gekommen sind und unterschiedliche Frühstück zu sich genommen haben. Und was wir feststellen konnten, ist, dass eine und die gleiche Person hat ganz andere Entscheidungen gezeigt, abhängig von dem, was die Person an dem Morgen gegessen hat. Für die Probanden sehen beide Frühstücke gleich aus. Doch in Wirklichkeit enthält das eine sehr viel mehr Proteine als das andere. Das Verhältnis von Proteinen und Zucker ist der einzige Parameter, der sich ändert. Wenige Stunden nach der Mahlzeit muss der Proband am Computer mehrere Tests absolvieren. Heute neigt er dazu, das Angebot jeweils anzunehmen. Sein Eigeninteresse wiegt schwerer als seine Verärgerung. Er wird am Ende des Tages ein klein wenig reicher sein. In der Vorwoche hatte er überwiegend abgelehnt und fast nichts gewonnen. Und wenn die Probanden an dem Morgen mehr Proteingehalt in ihrem Frühstück hatten, dann haben sie auch toleranter auf ein unfaires Angebot reagiert. Wobei, wenn sie mehr Kohlenhydrate im Frühstück hatten, dann haben sie sensibler auf die unfaire Angebote reagiert. Bei einem geringen Proteingehalt lehnen die Testpersonen die ungerechten Angebote im Durchschnitt doppelt so häufig ab. Doch wie ist dieses überraschende Resultat zu erklären? Auf der Suche nach einem biologischen Beweis für ihre Beobachtung haben die Wissenschaftler Blutanalysen durchgeführt. Wir werden das Blut gleich ins Labor schicken und die analysieren das dann halt auf hormonelle Bestandteile und Aminosäuren, vor allem bei den Hormonen Insulin, Cortisol, Adrenalin, ACTH und bei den Aminosäuren vor allem Tryptophan und Tyrosin. Der wichtigste Stoff auf dieser Liste ist das Tyrosin. Diese Aminosäure ist Ausgangssubstanz für die Biosynthese eines Proteins, das für die Hirnfunktionen sehr wichtig ist, Dopamin. Dieser Neurotransmitter gewährleistet die Kommunikation zwischen den Neuronen, die für Motivation und Risikobereitschaft zuständig sind.
Die Ergebnisse der Blutanalysen zeigen, dass Probanden, deren Blut mehr Tyrosin enthält, das unfaire Angebot eher annehmen. Und was wir vermuten, ist, dass diese Plasmatyrosin einen Anstieg in Hirndopamin verursacht hat, was dann zu veränderter Verhalten geführt hat. Anders ausgedrückt, was wir essen, bewirkt innerhalb weniger Stunden eine leichte Veränderung der Chemie unseres Gehirns und damit der Kommunikation zwischen den Neuronen. Dies genügt, um bestimmte Entscheidungen zu beeinflussen. Am Lübecker Institut für Psychologie werden die Experimente fortgesetzt, um dieses Ergebnis zu bestätigen. Denn die möglichen Auswirkungen sind umfangreich. Wenn man bedenkt, dass man dreimal am Tag isst und das jeden Tag, dann ist eigentlich diese Kraft, was Ernährung hat, um uns zu verändern oder um uns zu formen, enorm. Und das sollte uns auf jeden Fall auch zu bedenken geben, wenn es darum geht, wie wir Ernährung nutzen können, um unser Wohlbefinden zu fördern oder auch uns zu optimieren geistig. Nicht nur, dass eine einseitige Ernährung zu einer Veränderung der Gehirnfunktion und des Verhaltens führt und unser Speiseplan unsere Alltagsentscheidungen beeinflusst, es wird auch immer offensichtlicher, dass die Ernährung eine entscheidende Rolle für unsere Gemütslage spielt. Aber was ist mit Junkfood voller Zucker und schlechter Fette? Was würde geschehen, wenn wir gar nichts anderes mehr zu uns nehmen würden? Dieser Frage gehen australische Wissenschaftler an der Universität Sydney nach. Margaret Morris leitet das einzige Labor der Welt, in dem Ratten mit industriell erzeugten Lebensmitteln ernährt werden, wie man sie im Supermarkt oder bei billigen Fastfood-Ketten bekommt. Für unsere Experimente füttern wir die Ratten mit gängigen Lebensmitteln, wie Fleischpasteten, Pommes frites, Kuchen und Keksen. Alle diese Lebensmittel sind überall erhältlich und billig. Wir simulieren also die Ernährung der westlichen Welt. Erste Folge dieser Ernährung: Die Ratte frisst doppelt so große Portionen. Das Tier scheint niemals satt zu sein. Doch das ist nicht die größte Überraschung. Uns interessiert vor allem die Wirkung dieser Ernährung auf das Gedächtnis der Tiere. Wir messen sie mit Hilfe eines bekannten Verhaltenstests zur Objekterkennung. Für diesen Test stellt die Forscherin einige Objekte in den Käfig einer Ratte. Die Ratte beginnt sofort damit, sie zu inspizieren, denn Nagetiere sind von Natur aus sehr neugierig. Sobald das Tier alles erkundet und sich seine Umgebung eingeprägt hat, wird es vorübergehend entfernt. Wir verschieben ein Objekt und setzen die Ratte wieder in den Käfig. Bei ihrer Rückkehr verbringt die Ratte mehr Zeit damit, das verschobene Objekt zu untersuchen. Denn das andere Objekt kennt sie bereits. Es ist ihr im Gedächtnis geblieben. Die überfütterten Ratten jedoch zeigen ein anderes Verhalten. Die Tiere, die entweder eine sehr fett- oder zuckerhaltige Nahrung oder beides erhalten, erkennen das verschobene Objekt seltener wieder. Denn im Gegensatz zu gesunden Ratten widmen sie der Untersuchung beider Objekte etwa gleich viel Zeit. Dies deutet auf eine Schädigung des räumlichen Gedächtnisses hin. Die überfütterten Ratten haben nicht nur ein geschädigtes räumliches Gedächtnis, sondern auch andere Funktionsstörungen, die für die Wissenschaftler ein Alarmsignal sind.
Sie deuten auf Veränderungen des Hippocampus hin, einer tiefliegenden kleinen Hirnregion, die für das Lernen und die Festigung von Erinnerungen zuständig ist. Neueste Studien zeigen, dass eine zu energiereiche Nahrung auch den menschlichen Hippocampus schädigt. Wir beobachten zum Beispiel, dass sich die Qualität der Nahrung auf die Größe des Hippocampus und auch auf das Volumen der grauen und weißen Substanz auswirkt. Erste Interventionsstudien zeigen, dass eine viertägige Ernährung mit Junkfood genügt, um kognitive Funktionen, die im Zusammenhang mit dem Hippocampus stehen, zu beeinträchtigen. Sind unsere modernen Essgewohnheiten also eine Gefahr für unser Gedächtnis und unsere geistigen Fähigkeiten? Noch ist es zu früh für voreilige Schlüsse. Doch die vermehrten Hinweise beunruhigen die Wissenschaftler. Margaret Morris versucht nun herauszufinden, auf welche Weise eine zu energiereiche Nahrung das Gehirn ihrer Ratten beeinträchtigt und seine Leistungsfähigkeit mindert. Sie hat bereits eine Hypothese. Eine überhöhte Fett- und Zuckeraufnahme löst eine Entzündungsreaktion aus, die sich auf die Neuronen ausbreitet. Diese Ernährung bewirkt eine Entzündungsreaktion im gesamten Körper. Wir kennen das von fettleibigen Menschen, aber in diesem Fall scheint die Reaktion sehr heftig zu sein. Wir konnten eine Zunahme von Zytokinen und anderen Entzündungserzeugern beobachten. Eine zu reichhaltige Ernährung bringt das Immunsystem aus dem Gleichgewicht. Es wehrt sich und löst vor allem im Fettgewebe eine Entzündungsreaktion aus. Unser Fett setzt daraufhin Stoffe frei, die diese Entzündung auf den gesamten Körper ausbreiten. Bislang ging man davon aus, dass die Neuronen von diesem Phänomen verschont bleiben, weil sie durch die sogenannte Blut-Hirn-Schranke abgeschirmt sind. Diese Membran rund um die Blutgefäße schützt das Gehirn normalerweise. Wir glauben, dass sich diese zunehmende Entzündung im ganzen Körper auf das Gehirn ausbreiten könnte. Das könnte daran liegen, dass die Blut-Hirn-Schranke, die das Gehirn sonst vor entzündungsfördernden Stoffen schützt, durch die Ernährung geschädigt und durchlässig wird, sodass diese Stoffe ins Gehirn gelangen. Im Gehirn unserer Ratten konnten wir als Reaktion auf ihre Nahrung Veränderungen beobachten, die mit dem Gedächtnisverlust korrelierten. So dringt die Entzündung in die Hirnhaut ein und bewirkt dort ein besonders überraschendes Phänomen. Kürzlich hat Sophie Layer in ihrem Labor gezeigt, dass bestimmte Immunzellen im Gehirn ihrer überfütterten Mäuse, die Mikrogliazellen, damit beginnen, die Neuronen aufzufressen. Diese Mikrogliazellen im Gehirn sind wichtig, weil sie tote Neuronen fressen. Geraten diese Zellen jedoch wegen einer unausgewogenen Ernährung außer Kontrolle, fangen sie an, auch lebende Neuronen zu verschlingen. Nimmt dies extreme Ausmaße an, tragen sie entscheidend zur Zerstörung der neuronalen Netze und zur Vernichtung eigentlich gesunder, funktionsfähiger Neuronen bei. Diese Reaktion der Mikrogliazellen konnte in vitro gefilmt werden. Die Bilder zeigen, mit welcher Energie sie zu Werke gehen. Das Rote sind Fragmente von Neuronen, die sie sich einverleiben. Bei einer fettleibigen Maus steigert sich ihre Aktivität ins Frenetische. Dieses Phänomen steht inzwischen im Verdacht, die Hirnfunktionen erheblich zu schädigen. We
Wir sagen den Menschen seit 30 Jahren, esst diese Lebensmittel nicht. Ihr könntet davon einen Herzinfarkt, Krebs oder Diabetes bekommen. Doch das Essverhalten ist dasselbe geblieben. Wenn die Konsumenten nun erfahren, dass ihre Ernährung sehr wichtig für die Gesundheit ihres Gehirns und das ihrer Kinder ist, werden sie hoffentlich eher bereit sein, ihr Essverhalten zu ändern. Wir müssen uns bewusst werden, dass bestimmte Ernährungsgewohnheiten schädlich für das Gehirn sind. Gut und schön, aber wie den Versuchungen widerstehen? Gelüste können oft sehr stark sein. Junkfood und vor allem Zucker oder Glucose lassen uns immer wieder schwach werden. Besonders der Zucker steht im Verdacht, unsere Neuronen an der Nase herumzuführen. Mikroskop, Mini-Pipette und ein hochempfindliches Registriergerät. Xavier Fioramenti verfügt über alle technischen Voraussetzungen, um die elektrische Aktivität eines einzelnen Neurons zu messen. Das Prinzip ist einfach. Die Gehirnscheibe einer Maus liegt in einer Flüssigkeit, die sie am Leben erhält. Der Forscher nähert vorsichtig seine Elektrode. Es handelt sich um ein besonders schwieriges Unterfangen. Ich fahre die Pipette jetzt runter zur Gehirnscheibe und bewege sie dicht an das Neuron heran, bis ein Kontakt entsteht. Das war's. Jetzt werden wir die elektrische Aktivität des Neurons messen. Die Ausschläge nach oben sind Aktionspotenziale. So kodieren die Neuronen ihre Informationen. Die Zeit, die zwischen den einzelnen Ausschlägen vergeht, stellt die Nachricht dar, die das Neuron sendet. Jetzt werden wir die Glukosekonzentration in der Flüssigkeit erhöhen. Mal sehen, ob diese Zelle darauf reagiert. Wie man hier sieht, reagiert diese Zelle darauf mit einer vermehrten elektrischen Aktivität. Das Aktionspotenzial ist stärker als vor der Erhöhung des Glukosegehalts. Dieses Signal ist das einer einzelnen Zelle. Im Gehirn sind aber alle Neuronen miteinander vernetzt. Die Wissenschaftler vermuten daher, dass Glucose die Aktivität ganzer Gehirnbereiche verändert, die für Gefühle und Vergnügen zuständig sind. Übernimmt der Zucker also die Kontrolle über unseren freien Willen? Dies ist bislang nur eine Hypothese. Doch die Zuckersucht ist in den Laboren inzwischen Gegenstand intensiver Forschung. Und es wird immer offensichtlicher, dass der Einfluss des Zuckers der Macht einer Droge gleichkommt. Serge Ahmed gehörte zu den Ersten, die mit einem sehr einfachen Experiment den Beweis dafür lieferten. Er zog zunächst Ratten mit Kokain und Zucker auf. Nach mehreren Wochen dieser Doppeldiät stellte er die Tiere dann vor die Wahl. Hier kann das Tier zwischen zwei Hebeln wählen. Der eine ist mit einer Spritze verbunden, die eine flüssige Droge enthält. Eine harte Droge wie Kokain oder Heroin. Der andere Hebel kontrolliert eine zweite Spritze, die ein zuckerhaltiges Getränk enthält. Und wie man sieht, entscheidet sich das Tier für das süße Getränk. Die Ratten wählen viermal häufiger das Zuckerwasser als die Droge. Bei Glucose droht zwar keine Überdosis, doch die unbändige Lust darauf ist deutlich erkennbar. Dieses Experiment zeigt, dass Zucker ein höheres Suchtpotenzial hat, als wir bislang dachten. Er macht vielleicht sogar süchtiger als harte Drogen wie Kokain und Heroin.
Unsere Ernährungssituation ist heute ziemlich verrückt, denn Zucker findet sich in einer großen Zahl von Nahrungsmitteln. Hierzu gehören natürlich süße Lebensmittel wie etwa gezuckerte Getränke, aber auch Produkte, bei denen wir das nicht erwarten, wie beispielsweise Schinken oder Suppe. Dafür gibt es noch viele weitere Beispiele. Und der Zuckergehalt solcher Lebensmittel trägt dazu bei, dass die Leute ohne es zu merken süchtig werden. Sind wir also wirklich alle süchtig nach Schokoriegeln und dem Zucker, der sich in den meisten Supermarktprodukten versteckt? Und ist dieses Suchtpotenzial beim Menschen genauso stark wie bei den Ratten? Hier am Oregon Research Institute wird der Einfluss gezuckerter Nahrung auf das menschliche Gehirn erforscht. Die Versuche zeigen, dass der gewohnheitsmäßige Konsum energiereicher Lebensmittel die neuronalen Schaltkreise auf dieselbe Weise verändert wie der Konsum von Drogen. Eric Stice hat 100 Studenten angeworben, von denen die eine Hälfte im Alltag regelmäßig Eiscreme aß, während die andere Hälfte niemals Eiscreme zu sich nahm. Alle kamen ins Labor, um dort in einem MRT-Gerät einen Milchshake zu trinken und den Forschern dabei Einblick in ihre Gehirnaktivität zu gewähren. Wir geben Ihnen heute einen Schokomilchshake und zeichnen die Aktivität Ihres Gehirns auf. In dem Moment, in dem Sie einen Schluck trinken und kurz davor. So möchten wir mehr über die neuronalen Folgen des Konsums von energiereicher Nahrung herausfinden. Es ist ganz einfach. Wir geben Ihnen mehrmals einen Schluck von dem Schokoladenmilchshake und Sie bleiben dabei ruhig liegen. Behalten Sie ihn 5 Sekunden lang im Mund, bevor Sie ihn herunterschlucken. Das wiederholen wir dann mehrmals. Mit Hilfe eines Schlauchs kann die Testperson den Milchshake trinken, ohne den Kopf zu bewegen. Wir fanden heraus, dass bei den Leuten, die niemals Eiscreme essen, das Belohnungssystem sehr stark aktiviert wird. Während wir bei den Testpersonen, die täglich Eiscreme essen, praktisch keine Aktivierung beobachten konnten. Das beweist, dass eine regelmäßige Aufnahme von sehr kalorienreicher Nahrung das Vergnügen des Konsumenten erheblich vermindert. Das Belohnungssystem sorgt für das Gefühl von Vergnügen. Es reagiert besonders stark auf den Konsum von Zucker. Doch eine übermäßige Zuckeraufnahme setzt seine Reaktionsfähigkeit herab, sodass dieselbe Dosis Zucker irgendwann weniger Vergnügen bereitet. Interessanterweise zeigen Menschen, die sehr regelmäßig Kokain oder andere Drogen konsumieren, ein ganz ähnliches Muster. Sie müssen ihre Kokaindosis steigern, um dasselbe Vergnügen zu empfinden. Das liegt an dieser verminderten Reaktion des Belohnungssystems, wenn wir zu viel des Guten konsumieren. Mit anderen Worten, wir brauchen immer mehr, um unsere Dosis zu erreichen. Genau wie bei der Ratte wirkt der Zucker also wie eine Droge auf unser Gehirn. Aber ist sein Suchtpotenzial beim Menschen genauso stark? Über diese Frage sind die Wissenschaftler noch geteilter Meinung. Eric Stice hat mit seinem Experiment noch einen anderen Effekt aufgedeckt, der subtiler und vielleicht noch gefährlicher ist. Durch eine zu zuckerreiche Nahrung reagiert das Gehirn hypersensibel auf Bilder von Lebensmitteln. Je mehr Eiscreme Sie essen, desto weniger wird dabei Ihr Belohnungssystem aktiviert. Dagegen reagiert es sehr viel stärker auf Reize, die möglicherweise einen baldigen Konsum von Eiscreme versprechen. Wie wenn Sie mit dem Auto an einer Eisdiele vorbeifahren oder im Fernsehen einen Werbespot sehen. Es reagiert auf diese Reize viel stärker als bei Menschen, die niemals Eiscreme verzehren. Und das verführt zum Essen, obwohl man keinen Hunger hat. Und damit zu Fettleibigkeit und allen daraus entstehenden Gesundheitsproblemen.
Dieser direkte Einfluss der Nahrung auf unser Gehirn spielt also eine wichtige Rolle bei der Auswahl unseres täglichen Essens. Unser Essverhalten erweist sich als ein äußerst komplexes Phänomen. Die gesundheitlichen Probleme unserer Gesellschaft motivieren die Wissenschaftler zur Erforschung aller Mechanismen, die unsere Essgewohnheiten beeinflussen. Was geschieht im Gehirn in dem Moment, wenn wir ein Dessert statt einer Vorspeise oder Fisch statt Fleisch wählen? Wer zieht wirklich die Fäden? Das Labor von Carlos Ribeiro ist bei der Erforschung unseres Essverhaltens ganz vorn dabei. Wir möchten alle Komponenten finden, alle Gene, Stoffe und Neuronen, die unser Essverhalten beeinflussen. Hierzu müssen wir sehr kleine, kaum wahrnehmbare Effekte beobachten. Ein sehr einfaches Versuchstier, die Fliege, ermöglicht es ihm, neue Wege zu gehen und neue Hypothesen zu überprüfen. Um das Ernährungsverhalten der Fliege zu verstehen, hat Carlos Ribeiro ein Gerät entwickelt, mit dem er die Entscheidungen der Fliege in allen Einzelheiten verfolgen kann. Wenn die Fliege die Nahrung berührt, können wir das mit diesem Sensor hier messen. Das ist der gleiche Sensor, der auch in Tablets oder Smartphones die Berührung auf dem Display erspürt. Nur, dass hier kein Display, sondern die Nahrung berührt wird. So können wir genau nachvollziehen, ob sich die Fliege für Eiweiß oder für Zucker entscheidet. Wir untersuchen aber auch, wie sie frisst, in welchen Mengen, wie schnell und wie oft. Wir analysieren in allen Einzelheiten ihre Entscheidungen, die vom Gehirn kontrolliert werden. Mithilfe dieser Technik hat Carlos Ribeiro bewiesen, dass Mangelernährung das Fressverhalten entscheidend beeinflusst. Natürlich werden Fliegen, denen Eiweiß vorenthalten wurde, sich für eine proteinreiche Nahrung entscheiden. Doch bei näherer Betrachtung stellte er fest, dass dies nicht immer der Fall ist. Manchmal hatten wir Fliegen, die keinen starken Appetit auf Eiweiß zeigten. Wir wollten den Grund dafür herausfinden und stellten fest, dass die Fliegen, die sich nicht für Eiweiß interessierten, bestimmte Darmbakterien hatten. Nach zahlreichen Experimenten war klar, dass der Appetit der Fliegen auf Eiweiß durch zwei ganz bestimmte Darmbakterien gehemmt wird. Diese beiden Bakterien haben großen Einfluss auf ihre Ernährungsentscheidungen. Das Fressverhalten der Fliegen wird also durch die Bakterien in ihrem Darm beeinflusst. Diese überraschende Entdeckung wirft natürlich eine wichtige Frage auf. Wirken die Bakterien unserer eigenen Darmflora, von den Wissenschaftlern als intestinales Mikrobiom bezeichnet, auch auf unser Gehirn? Spielen sie bei unserem Essverhalten eine Rolle? An der Universität im irischen Cork ist John Cryan ein Pionier bei der Erforschung des Darmmikrobioms. Ihm gelang der Beweis, dass Darmbakterien auch bei Säugetieren bestimmte Verhaltensweisen beeinflussen. Wenn Sie Bakterien von extrem ängstlichen Mäusen nehmen und sie in normale Mäuse verpflanzen, werden diese ebenfalls ängstlicher. Das gilt auch umgekehrt. Mit den Bakterien normaler Mäuse lässt sich der Stresslevel ängstlicher Mäuse normalisieren. Die Wissenschaftler beginnen auch zu verstehen, wie diese Bakterien mit den Neuronen kommunizieren. Wir nehmen die Organe heraus, um den Vagusnerv freizulegen, der hier gelb markiert ist. Dieser lange Nerv kommuniziert mit allen wichtigen Organen bis hinunter zu den Eingeweiden.
Er ist einer der wichtigsten Kommunikationswege zwischen unserem Darm und unserem Gehirn. Zusammen mit kanadischen Kollegen konnten wir vor einigen Jahren an Mäusen zeigen, dass mit einer Durchtrennung des Vagusnervs alle Effekte im Zusammenhang mit bestimmten Bakterien verschwinden. Das zeigt, dass der Vagusnerv eine wichtige Leitungsbahn zwischen Darm und Gehirn darstellt. Wir müssen noch herausfinden, was dabei tief im Gehirn geschieht und wie die Signale zu den Schaltkreisen gelangen, die für komplexes Verhalten wie unser Essverhalten zuständig sind. Daran arbeiten wir derzeit noch. Der Einfluss der Bakterien auf unsere kulinarischen Vorlieben bleibt also noch zu beweisen. Gesichert ist jedoch, dass sie auf unsere Stimmungen und unseren Stresslevel wirken. Die Wissenschaftler betrachten das Mikrobiom inzwischen sogar als eine Art Vermittler zwischen der Nahrung und unserem Gehirn. Der wichtigste Einflussfaktor auf die Zusammensetzung unserer Darmflora ist die Ernährung. Die Vielfalt der Lebensmittel ist dabei von entscheidender Bedeutung. Von unserer Geburt bis zum Tod bestimmt sie die Zusammensetzung unserer Darmflora. Wir fangen gerade erst an zu verstehen, wie sehr unsere Ernährung die Darmflora und damit auch unser Gehirn beeinflusst. Ob wir uns wohlfühlen, hängt also unter anderem vom Wohlergehen unseres Mikrobioms ab. Eine Ernährung, die gut für unsere Gemütslage ist, ist vor allem eine, die den Bakterien in unserem Darm zusagt. Aus dieser Entdeckung entstand die Idee, mit Hilfe der Ernährung das Gehirn zu verwöhnen und die geistige Gesundheit zu fördern. Und hier überzeugt die Wissenschaftler vor allem die berühmte Mittelmeerkost. Die traditionelle Mittelmeerküche ist sehr reich an pflanzlichen Lebensmitteln, viele verschiedene Salatsorten und verschiedenfarbige Gemüse, aber auch Obst. Sehr wichtig sind auch Hülsenfrüchte, also Bohnen, Linsen und Kichererbsen. Hinzu kommen Nüsse und Kerne, Fisch und natürlich Olivenöl. Olivenöl ist ein sehr wichtiger Bestandteil der mediterranen Kost. Wir glauben, dass diese große Bandbreite auch zu einer großen Vielfalt an Bakterien in unserem Darm führt. Und diese Vielfalt der Darmflora sorgt wiederum für eine gute Gesundheit. Letztes Jahr haben wir die erste Studie durchgeführt, an der 67 Patienten mit schweren Depressionen teilnahmen. Sie wurden 3 Monate lang von einem Ernährungsberater unterstützt. Am Ende haben wir sie erneut untersucht und festgestellt, dass ihre veränderte Ernährung mit einer Verbesserung der Depression einherging. Je strenger sie sich an die mediterrane Diät hielten, desto besser fühlten sie sich. Eine Ernährung im Dienste des Gehirns. Diese Idee setzt sich immer mehr durch. Die Wissenschaftler folgen inzwischen allen Pferden. Auch die Gewürze, die seit Jahrhunderten in der traditionellen indischen Medizin Verwendung finden, werden wegen ihrer positiven Wirkung auf die Psyche inzwischen in den Laboren erforscht. Rote Früchte wecken ebenfalls große Erwartungen. Die Polyphenole, die sie enthalten, haben die Fähigkeit, geschädigte Neuronen neu zu beleben. Als wir diese Polyphenole, insbesondere die aus roten Früchten, älteren Mäusen gaben, konnten wir beobachten, dass ihr kognitiver Verfall sich verringerte. Die Tiere waren vor Gedächtnisstörungen geschützt. Das hat uns veranlasst, Versuche mit Menschen durchzuführen. An unserer neuesten Studie nahmen über 200 Probanden im Alter von mindestens 65 Jahren teil.
Es handelte sich um gesunde Menschen mit normalen altersbedingten Verfallserscheinungen, die sich durch die Aufnahme hoher Polyphenoldosen verbessert haben. Sind rote Früchte und Gewürze also Wundermittel, die unsere Neuronen ewig jung halten? Noch ist es zu früh, um diese Frage zu beantworten. Die Wissenschaft beginnt erst gerade, die Geheimnisse dieses erstaunlichen Zusammenhangs zwischen Ernährung und Gehirn zu ergründen. Das ideale Menü für unsere grauen Zellen ist noch weitestgehend unbekannt. Doch eine vielseitige, ausgewogene Ernährung, die auf industriell verarbeitete Lebensmittel und Zucker verzichtet und auf viel Obst und Gemüse setzt, scheint bislang das beste Rezept für den Erhalt unserer geistigen Fähigkeiten zu sein. Meine Großmutter sagte gern, du bist, was du isst, also iss gut. Und die Wissenschaft beginnt heute zu erkennen, wie recht sie hatte. In einigen Jahren werden wir mehr über eine personalisierte Ernährung und Medizin wissen und besser verstehen, wie unser Essen mit dem Gehirn interagiert. Können wir die Kriminalitätsrate senken, indem wir Mangelerscheinungen vorbeugen? Es ist noch zu früh, um definitiv sagen zu können, dass eine gesunde Ernährung Auswirkungen auf unser Verhalten hat. Je mehr Schokoriegel wir essen, desto stärker reagieren wir auf Versuchungen, sodass wir noch mehr davon essen. Wir füttern das Monster in uns selbst. Das Beste, was sie tun können, ist, ihre Kinder gesund zu ernähren und sie nicht an diesen Mist zu gewöhnen. Ich habe gerade Mist gesagt. Sorry.